Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Open Transport Tycoon in der Version 1.1.3. Ja, mal gucken, wie wir weitermachen. Das interessiert keinen hier, ne? So. Ja, wir waren stehen geblieben bei, ja, gute Frage. Ach, hier unser Hafen. Man könnte eigentlich die Bahn von Ingolsberg nach Chorstadt verlängern. Aber dann müssten wir dort wieder alles umbauen. Aber dafür bauen wir hier mal eine hin, schlage ich vor. Ist es allerdings ein bisschen. Nö, ist es eigentlich nicht. Das so in die Stadt baut, so wie hier Rottfurt, dann hat das leider den großen Nachteil, dass sich dann die Städte so ein bisschen abgeschnitten fühlen, sag ich mal, und dann hier in dem Bereich vermutlich kaum Entwicklung stattfindet. So, und Hildesmünster. Ich krieg jetzt auch noch einen Anschluss. Den legen wir ein bisschen tiefer. So. Ups. Eine Stahlträgerbrücke. Und einfach jetzt hier so anbinden. Und das war's auch schon. So, als Zug nehmen wir einfach mal wieder hier diesen EE-Zug. Da machen wir schön Fernverkehrswaggons dran. Und dann kann der hier ein bisschen hin und her pendeln. So. Hier sehe ich die Möglichkeit einer Anbindung. Per Bus. Und das bauen wir natürlich auch gleich. So, Abfahrt. Ach, aha. Das könnte man ja gleich noch ganz dreist mitnutzen hier. So, und schon. Ganz schöner Verkehr ist das hier. Mittlerweile. Ich denke, da machen wir einfach mal munter mit hier an der Stelle. Obwohl, wenn wir irgendwann den Gegner aufkaufen, dann hat das den Nachteil, dass wir dann dort Doppelt- und Dreifachstationen haben, aber. Wenn die Strecken rentabel sind, dann macht das ja nichts. Und hier unten Rosswald. Kriegt dann auch noch die Verbindung. Fahrzeug 50 hat sich verirrt. Ach, hier gibt es gar keine Anbindung. Das ist ja auch ganz schön fies von den Gegnern. So, wir waren jetzt irgendwo bei Rosswald oder so gewesen. Ja.
Und verbinden das mit Bremen. Wie macht man das hier am besten? Weil so ein Terraforming am Wasser ist immer sehr teuer. Auch wenn wir jetzt 2 Millionen haben, will ich das natürlich ungern ausgeben, wenn es eine Alternative gibt. So, ein Depot hin und dann ab dafür. So. Hier unten, das sieht auch gut aus. Und die Haltestellen. Ach, Depot haben wir schon. Wieder hier den Bus. Und wir nähern uns ganz langsam dem Jahr 1916. Das heißt, wir haben die ersten 10 Jahre geschafft, aber es fehlen noch weitere 90 Jahre. Ein Verkehr ist das hier bei den Gegnern. Ich denke, da sollten wir einfach mal mitmischen. Das bietet sich ja förmlich an hier. Und der Bus. Cool. Bank. Bänke. Da gucken wir mal, ob wir in Sachen Bank mal was machen können, indem wir eine Bank verbinden. Denn hier gibt es doch schon einen eigenen Flughafen. Werden wir dann auch mal so langsam bauen müssen, damit uns ja die Gegner nicht so wegrennen. So, wo war denn jetzt hier die Bank? Hier unten. Die lassen wir hier einen kleinen Sicherheitstransporter fahren. Der hier zwischen den Stationen hin und her pendelt. Einer reicht erstmal. Das sehen wir ja dann wieder hier in der Liste, wo viel los ist. Nienbrück, also die haben ja ein richtiges Problem. Hier ist richtig die Bude voll. Ich denke, das nutzen wir für den ersten Flughafen. Und da müssen wir schauen, ob die das akzeptieren. Mit der Lärmbelästigung Grenzwert 5. Also können wir da nur maximal einen Flughafen bauen, der auch diesen Grenzwert von 5 hat. Dann nehmen wir den einfach mal hier. Wir bauen den hier in die Mitte für maximale Auslastung. Und verbinden den mit Nienbrück. Ja gut, jetzt ist da ein bisschen Fluglärm, aber shit happens. Nach Wiesbaden würde ich sagen. Das ist ja die größte Stadt. Na gut, die haben schon einen Flughafen. Die haben auch schon einen. Die haben auch schon einen. Die haben auch schon einen Flughafen. Die haben aber noch keinen. Ich bin in der Stadt hier noch gar nicht vertreten. Das passt mir eigentlich überhaupt nicht in den Kram. Da müssen wir ja unbedingt Präsenz zeigen. Indem wir hier auch noch eine Haltestelle hinstellen. Und dann lassen wir den Bus hier einfach eine Runde hin und her fahren nach Osnabrück. Und dann bauen wir unseren Flughafen hier irgendwo hin. Ich denke, da plätten wir hier einfach mal ein Stück Land. Ich hoffe, die Stadtverwaltung nimmt uns das jetzt nicht so übel und verbinden das mit. Ach, jetzt haben die uns ja das genommen. Wir haben zu viel randaliert. Ah, ist das dumm. Was?
befreiten Hafen akzeptiert jetzt auch Wertsachen. Ich glaube, das bringt uns an der Stelle noch gar nichts. Ja, und das ist natürlich blöd, wenn wir dort unseren Flughafen nicht hinbauen können. Da müssen wir uns was anderes leider suchen, womöglich. Regensfurt hat noch keinen. Die nehmen ja die ganzen Passagiere weg. Also ist, ach, dort ist auch schon ein Flughafen. Meine Güte. Dort ist auch schon einer. Niederfeld, aber die haben auch erst 3 Passagiere und ich habe Angst, wenn ich hier rode, dass die mich dann blöd finden. Ach Mensch, das ist doch eine schwere Entscheidung. Ja, wir gucken einfach nochmal Elsdorf. Das ist alles so bergisch, die haben ja einen kleinen Flughafen. Hier könnte man doch einen hinstellen. Ah, aus Lärmschutzgründen verweigern die mir den Bau, Schweinerei. Hier ist auch schon einer. Ach, das ist meiner. Ich bin ja blöd. Oder hier? Mellstadt International Airport. Straße muss erst entfernt werden. Ja, wo denn? Moment, da muss ich erstmal ranzoomen. Ach, dort. Nein! Scheiße. Ich wollte den doch mit Mellstadt verbinden. So. Und wehe, das ist jetzt eine ganz kurze Fluglinie. So, dann nehmen wir mal ein Flugzeug, wo auch viele Leute reingehen. Die hier. Und die lassen wir jetzt pendeln nach... Wie hieß die Stadt? Nienbrück war das, ne? Ach, das ist schon eine ordentliche Strecke. Ich mach mal die Musik hier im Hintergrund ein bisschen leiser. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was finden. Paderstadt. Grenzwert 4. Ne, das ist blöd. Also wenn schon, dann Grenzwert 5, damit wir so einen großen Flughafen bauen können. Wo dann die Unfälle geringer sind. Bad Bremen. Hier ist halt Bad Bremen. Hä? Wo? Ach ja. Vielleicht könnten wir hier noch einen hinstellen. Ach, aus Lärmschutzgründen. Ach ja, der Flughafenbau gestaltet sich sehr schwierig. Vielleicht in Erlangen, die haben auch bloß 4. Freiberg hat schon einen Flughafen. Innsdorf hat noch keinen. Vielleicht können wir hier einen hinstellen, ja, die haben aber auch bloß 4. Chorheim, die haben so einen kleinen dort. Ne, die kleinen, die sind blöd, die mag ich nicht. Mellstadt Süd, hier warten auch recht viele Wertsachen. Ich glaube, da können wir auch noch ein paar Sicherheitstransporter mehr fahren lassen. Ich baue einfach mal insgesamt 5 jetzt für die Strecke.
Und wir haben 3 Millionen erreicht. Cool. Oh, Nienbrück, viele Passagiere warten. Ja, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Oberbrück. Auch ganz schön viel los. Rossbrücken. Hier haben wir schon die Verbindung. Rottfurt am Main. Ah, hier wollten wir einen Flughafen hinstellen, aber da waren die Gegner schneller. Oh, wieder eine neue Bank. Da gucken wir gleich mal, wie sich das dort aussieht mit Verbindungen. Sich das ein bisschen lohnt, hier mehrere Banken zu verbinden. Hier haben wir ja schon, dort ist noch eine Bank. Da ist eine Bank, hier baut der Gegner irgendwas. Fahrzeug 58 hat sich verirrt. Das ist ein Geldtransport. Oh, da fehlt ein Stück Straße. Wie passiert das? Das ist aber sehr merkwürdig. Ich würde meinen, das war schon. Also das war vollständig. Da müssen wir dann in der späteren Aufzeichnung nochmal schauen. Jetzt bauen die ja auch einen Flughafen hin. Die sind doch nicht mehr fit. Nö, das lehne ich ab. Hier oben haben wir noch was. Bad Essen. Ja, ich weiß, die Strecke müsste doch jetzt wieder frei sein. Hä? Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Manipulieren die mich? Das sind vielleicht Straßenreparaturen finanzieren oder sowas in der Art. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Jedenfalls finde ich das sehr fies, dass man versucht, hier zu manipulieren. Na gut, ich habe es ja auch eher in Erwägung gezogen in einer der vorherigen Folgen. Und wir werden einfach mal schauen, wie sich das auswirkt. Früher oder später werden wir die Gegner eh aufkaufen und da werden wir vielleicht den einen oder anderen Trick anwenden. Da gibt es nämlich so ein paar Nettigkeiten, die man da anwenden kann, um den Gegner richtig schön das Leben schwer zu machen. So, wir waren jetzt stehen geblieben hier oben im Norden bei Bad Essen und Heidelhafen. Die wollten wir miteinander verbinden. Das machen wir noch schnell. Zack. Zack, zack. Und wieder ein schön. Oder fehlt noch die Straße? So, eine neue Ölbohrinsel. Ja, das gucken wir uns dann einfach auch mal an. Ob wir da nicht. Fahrzeug 53 hat sich verirrt. Was machen die denn hier? Nicht merkwürdig. Müssen wir beobachten. Und schon wieder der nächste. Hier mehr zwei Ölfelder, aber keine Ölraffinerie in der Nähe. Wir haben hier leider ein bisschen die Arschkarte gezogen mit der Map, weil wir haben hier keinen direkten Meerzugang, sondern nur Grenze bis, obwohl man könnte das eigentlich hier unten mit ausliefern. Wenn man das per Schiff irgendwie hier rankarrt, macht denn der hier? Ah, wieder falsch umgerüstet, Mensch. Ja, da hätten wir ja lange warten können auf den Zug.
Die Idee, das hier mit zu verbinden, gefällt mir. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ich verabschiede mich bei euch und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.